Hallihallo, ihr Lieben. Hallihallo. Wir haben uns überlegt, wir kommen einfach nochmal live. Ich habe es ja sogar ein bisschen angekündigt. Und heute soll es darum gehen, wie du voller Vertrauen deinem Herzensweg folgen kannst. Etwas, was wir ja auch gerade machen und vor allem dabei auch durch alle Höhen oder alle Tiefen einfach am Ball bleiben kannst, dir selber vertraust, weil wir kennen einfach diesen inneren Struggle, den vielleicht einige von euch kennen. Hallihallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo. Und dieser Live-Talk ist für dich vor allem dann spannend und interessant, wenn du überlegst, deinem eigenen Herzen wirklich zu folgen, vielleicht ein eigenes Business aufzubauen oder es auch schon längst tust und merkst, dass manchmal Zweifel hochkommen, dass manchmal Ängste hochkommen. Okay, ist das wirklich richtig, meinem eigenen Spirit zu folgen? Ist das wirklich gut? Immer auf mein Herz zu hören, ist es wirklich sinnvoll, da all in zu gehen oder nicht doch lieber den alten, sicheren, vorbestimmten Weg zu gehen, der uns so vertraut ist. Und wenn du dieses Struggle kennst, dann ist dieses Live für dich auf jeden Fall super, super spannend und relevant. Und auch wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, was dein Herzensweg ist, kann diese Sei für dich ganz, ganz viele Klickmomente mit drin haben. Genau. Und ich möchte sehr, sehr gerne als erstes eine Geschichte mit euch teilen. Eine Geschichte, die sehr, sehr schön vor Augen führt, wie leicht wir unsere eigene Wahrheit vergessen können. Und diese Geschichte ist von einer Professorin aus Amerika, die ein Experiment mit ihrer Klasse gemacht hat. Es ging damals um die Hexenverbrennungen in Salem. Und damals wurden Hunderte, wurden Tausende von Menschen einfach so verbrannt. Einfach so, letzten Endes ohne Grund. Und Menschen das klarzumachen, warum ist das passiert? Warum passiert sowas? Warum werden Menschen einfach als Hexe quasi bezeichnet und dann verbrannt? Und das ist auch etwas, was auch genetisch sozusagen, gerade bei uns Frauen, aber auch bei Männern, teilweise ganz, ganz tief drin ist, wenn wir uns erlauben, unsere Spiritualität zu leben, wenn wir uns erlauben, unserer eigenen Wahrheit zu folgen, besonders dann, wenn es draußen gerade Leute gibt, die anderer Meinung sind, da steckt so eine Angst drin und die ist teilweise auch noch bei ganz vielen von uns im Zellgedächtnis gespeichert, diese Angst, verbrannt zu werden, als Hexe abgestempelt zu werden. Aber zurück zu der Geschichte. Die Frau, diese Professorin, hat dann mit dieser Klasse ein Experiment gemacht und hat gesagt, jeder in dieser Klasse bekommt jetzt eine Rolle. Entweder ihr seid Bürger oder ihr seid Hexe. Und ihr werdet euch dann in Gruppen aufteilen. Und die Gruppe, die größte Gruppe mit keiner Hexe, bekommt eine gute Note. Und die Gruppen, wo eine Hexe drin ist, die kriegt eine schlechte Note. Bedeutet, die einen sind gut, die anderen sind böse. Los geht's. Jeder hat seine Rolle bekommen. Und dann ging das Drama quasi los. Alle haben versucht, okay, ich will in die Gruppe, ich will in die Gruppe. Nein, oh mein Gott, und ich muss hier rein. Oder da ist eine Hexe, das muss eine Hexe sein. Die guckt komisch, die hat Selbstzweifel, der hat eine schiefe Nase. Nein, das muss eine Hexe sein. Und so begann die Klasse quasi in sich immer kleinere Grüppchen zu bilden. Immer kleinere Grüppchen. Und eine Spaltung hat begonnen. Du kannst gerne mal Spaltung in die Kommentare reinschreiben. Und dann sagte die Professorin, okay, stopp, jeder hat jetzt seine Gruppe. Und dann sagte sie, okay, jetzt lasst uns mal schauen, wer eine gute Note sich verdient hat und wer eine schlechte. Alle Hexen heben jetzt einmal die Hand. Und das Ergebnis war, dass niemand sich gemeldet hat. Alle gucken sich verwirrt um und schauen nach rechts und links und ein großes Gemurmel kommt da hoch. Ja, Frau Professorin, Sie haben einen Fehler gemacht, Sie haben einen Fehler gemacht. Das kann nicht sein, hier muss eine Hexe sein, hier muss eine Hexe sein. Aber die Wahrheit ist nein, da war keine Hexe von Anfang an nicht. Nur weil jemand behauptet hat, es würde eine geben, ist so eine extreme Spaltung in der Gesellschaft entstanden. Nur weil irgendjemand es behauptet hat, ist diese Spaltung entstanden. Und ich finde, dieses Experiment zeigt auf so wunderschöne Art und Weise, wie
schnell es gehen kann, dass wir unsere eigene Wahrheit verlieren, wie schnell es gehen kann, dass wir selber uns selber verlieren, dass wir dem glauben, was irgendeine autoritäre Person sagt. Und eine autoritäre Person, wir sehen das gerade in der Politik, in den Medien, was da passiert. Es kann aber auch ein Coach sein. Das kann auch ein Mentor sein, das können deine Eltern sein, das können jemand sein, wo du mal eine Ausbildung gemacht hast, egal wer, all das, Ärzte, Erzieher, Lehrer, das sind alles autoritäre Personen. Und viel zu oft glauben wir das, was diese eine Person sagt, und nehmen es für so bare Münze, ohne wirklich zu reflektieren, ist das wirklich meine Wahrheit, ist das wirklich mein Spirit? Und mit all dem, was gerade draußen in der Welt passiert, glaube ich, weißt du jetzt, warum es so wichtig ist, deinem eigenen Spirit zu folgen. Und vor allem, den erstmal in dir zu finden. Und hier fliegen schon gerade die Herzchen. Mega so schön. Das Spannende ist, von klein auf, es hat im Kleinalter angefangen, wurde dir, wurde uns allen gesagt, was gut oder was schlecht ist. Dass du belohnt wirst für bestimmte Dinge und für bestimmte Dinge bestraft wirst. Und jedes Mal hast du in dir etwas gespeichert, was gut ist, was schlecht ist. Hast in der Schule gelernt, wie etwas zu funktionieren hat, hast Regeln mitbekommen, hast Konzepte mit an die Hand bekommen. Und all das ist in deinem Verstand abgelaufen. All das sind irgendwelche Theorien, die auch ein anderer Mensch vielleicht entwickelt hat. Auch vielleicht Theorien, die für diesen einen Menschen funktioniert haben. Auch wenn du das Wissen von anderen Menschen konsumierst, auch von anderen Coaches, von anderen Menschen, die von anderen Lehrern, dann sind das immer wieder Konzepte. Und vielleicht haben diese Konzepte auch in deren Leben funktioniert. Und vielleicht funktionieren die auch auf diese eine bestimmte Art und Weise. Bedeutet aber nicht, dass es auch unbedingt dir entspricht. Dass es auch unbedingt genau dir jetzt gerade in diesem Moment hilft. Und wir haben ein Stück weit uns zu sehr in der Vergangenheit auf diese Information, auf diese Konzepte, auf andere Menschen verlassen und dabei verlernt, unserer eigenen Herzensweisheit, unserem eigenen Spirit wirklich Glauben zu schenken, zu vertrauen und ein Stück weit, wie das auch in Salem passiert ist, werden Menschen, die Dinge tun, die nicht normal in der Gesellschaft sind, vielleicht auch irgendwo draußen stehen und Tai-Chi-Übungen machen oder Yoga machen oder auf einem Stein sitzen und meditieren, was auch immer es ist, das gilt teilweise im größten Teil der Gesellschaft, nicht unbedingt hier auf diesem Kanal, aber im größten Teil der Gesellschaft als verrückt. Und ich denke mir manchmal jetzt noch so, wenn Menschen so sagen, wie jetzt, du isst kein Fleisch, denke ich mir so, ist das nicht normal? Also für mich ist es so voll normal mittlerweile, weißt du? Und für andere merke ich dann, okay, krass, es ist halt trotzdem noch nicht normal. Und wir dürfen hinterfragen, was ist denn dieses Normal und ist dieses Normal nicht eigentlich verrückt? Und ist das nicht eigentlich unsere Aufgabe, in dieser verrückten Welt normal zu sein und zu werden und das zu halten? In einer verrückten Welt normal zu bleiben? Schreibt gerne mal normal bleiben in die Kommentare rein. Und das Spannende ist, hochaktuelles Thema, wir sind jetzt gerade wirklich aufgefordert, bei uns zu bleiben, sonst werden wir instrumentalisiert. Das ist genau der Punkt. Wir dürfen nicht zum Spielball werden. Wenn wir getrennt sind von unserem eigenen Herzensweg, wenn wir abgeschottet sind von unserer eigenen Gefühls- und Innenwelt, werden wir zum Spielball des Außens. Wir werden komplett dem Leben anderen Menschen ausgesetzt. Und erst, wenn wir wirklich jedes Mal uns wieder mehr mit uns selber verbinden, mit dem Herzen verbinden, mit unserem wahrhaftigen Spirit und das Vertrauen darin entwickeln, dann können wir immer noch entscheiden, auf wen wir hören, was im Außen bei uns auch für uns stimmig ist. Denn das im Außen ist nicht schlecht oder gut, aber wenn du mit dir verbunden bist, fühlst du und spürst du, was deine eigene Wahrheit, was dir wirklich entspricht und kannst wählen. Du kannst dann bewusst wählen, bist kein Spielball mehr, sondern bist wirklich oder wirst wirklich zum Schöpfer deiner eigenen Welt.
Und dafür habe ich noch ein cooles Beispiel, wenn es darum geht. Viele fragen immer, wie erkenne ich meine Intuition? Wie erkenne ich denn, was ist mein Herzweg, was ist meine Intuition, was ist wirklich richtig? Wie kann ich denn das unterscheiden? Wahr, falsch, Intuition, Herz, Kopfstimme? Und ich finde, eines der coolsten Beispiele ist, wenn du deine Augen zumachst. Wenn du deine Augen zumachst und jemand gibt dir ein Stück Banane zum Essen und sagt, das ist eine Erdbeere. Und sagt, das ist eine Erdbeere. Und du, nee, irgendwie ist das anders. Was ist es? Nee, das ist weich, das ist cremig, es ist süß, es muss eine Banane sein. Und dann, nein, es ist eine Erdbeere, nein, es ist eine Erdbeere, nein, es ist eine Erdbeere, 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 Erdbeere. 10 Menschen um dich rum, alle sagen, es ist eine Erdbeere, es ist eine Erdbeere, es ist eine Erdbeere. Aber du denkst, echt, ich bin doch nicht bescheuert, natürlich muss das, natürlich ist das eine Banane. Und manche fangen dann an mit Zweifeln, nur weil alle anderen, die es ja sehen, weil du hast ja deine Augen zu, weil alle anderen sagen, das ist eine Erdbeere, aber du weißt ja, nee, das ist eine Banane. Und das ist diese Intuition, das ist die Intuition. Mach dieses Experiment gerne mal für dich selber, teste das mal aus. Also gerne auch mit anderen Früchten, ist total egal. Es geht darum, dieses Gefühl zu bekommen, was ist denn meine Intuition? Mal so einen Körper, eine Resonanz dazu wahrzunehmen. Was ist denn meine Intuition? Wie fühlt die sich in meinem Körper an? Aber vielleicht hilft dir alleine dieses Bild schon, dieses Gefühl mehr unterscheiden zu können. Weil das ist ein subtiler kleiner Unterschied, der einen gigantischen Unterschied im Leben ausmacht, einfach. Ja. Und du kannst Schritt für Schritt, Stück für Stück deine Intuition, deine Herzverbindung, deinen eigenen Spirit immer weiter und weiter aufbauen. Das kannst du in jeden einzelnen Lebensbereich übertragen, kannst in dein Business übertragen, kannst, bevor du live gehst, bevor du einen Post schreibst, einfach mal die Augen schließen. Einfach mal die Augen schließen und bewusst dich durch einfach durch eine Intuition, einfach durch den inneren Gedanken, ich verbinde mich jetzt bewusst mit meinem Herzen, ich verbinde mich jetzt bewusst mit meiner inneren Weisheit, trenne mich von all dem, was nicht zu mir gehört, nimmst ein paar tiefe Atemzüge, kannst dich auch mit Mutter Erde und Vater Kosmos verbinden und kommst einfach ein bisschen bei dir an, einfach ein bisschen zur Ruhe. Und dann wirst du merken, dass du in einer ganz anderen Energie deinen Post schreibst, dass du ganz anders live gehst und somit ziehst du ganz andere Menschen an. So ziehst du die Menschen an, die auch auf dieser Herzensebene mit dir schwingen. Und du kannst dir das wirklich so ein bisschen vorstellen wie ein Glas Wasser, wo Sand drin ist. Im Normalfall, wir werden dazu trainiert, dieses Glas Wasser mit dem Sand immer im Rühren zu haben. Immer rühr, 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 damit das immer so eine braune Sand, wie sagt man, Masse ergibt, okay? Damit du hast nie eine richtige Klarsicht. Wir sind darauf trainiert, immer zu rühren. Rühren bedeutet in dem Fall machen, tun, im Außen, funktionieren, agieren, reagieren, immer wieder raus, machen, machen, tun. Vielleicht kennst du das auch von dir. Ich bin jahrelang immer in so einer Spirale von tun, 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 tun gewesen, ohne es selber zu merken. Also selbst wenn ich meditiert habe, war ich im Ich tue meditieren. Also, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. So im Sinne von, weil es gerade ansteht oder um wenigstens einen Hauch von Ruhe reinzubekommen. Und jetzt ist es halt ein Stück anders. Und es geht, das, was Marius gerade gesagt hat, ist quasi, wir bringen, indem wir einfach mal ein paar tiefe Atemzüge nehmen, dieses unruhige Glas Wasser, wo wir die ganze Zeit drehen und drehen, mal zur Ruhe, sodass sich der Sand unten absetzen kann. Und das Wasser wieder klar ist. Kannst du mit dem Bild was anfangen? Schreib das gerne mal, also schreib gerne mal Sand in die Kommentare, wenn du damit was anfangen kannst. Das ist das, was wir machen, wenn wir uns mit unserem eigenen Spirit verbinden. Wir bringen dieses Wasser in uns zur Klarheit, damit der ganze Dreck, der diese Sicht so vernebelt, der dafür sorgt, dass wir glauben, oh ja, hier muss es eine Hexe geben, wie in dem Experiment, bringen wir zur Ruhe. Und wenn der Sand unten zur Ruhe gekommen ist, dann kann man den auch cool entfernen. Kann man unten eine Luke aufmachen und Sand weg. Genau.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel von euch es noch manchmal Angst macht, wo man manchmal vielleicht noch Zweifel hochkommen, wenn ihr daran denkt, wirklich zu 100% in euer Herz zu gehen, wirklich zu 100% auch Dinge, Strategien, alles Mögliche im Außen loszulassen und einen Weg zu gehen, der ein Stück weit noch unbekannt ist. Und ich bin super ehrlich zu euch, mir macht das immer wieder Angst. Jeden einzelnen Tag, obwohl ich diesen Weg schon eine ganze Weile gehe, obwohl wir diesen Weg auch schon eine ganze Weile gehen, kommen bei mir immer wieder auch mal Zweifel hoch. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ob das wirklich alles so funktioniert. Und es ist halt so lustig, weil dann eine Stunde später, 3 Stunden später ist es so, okay, ich habe voll den Durchblick. Ich weiß ganz genau, worum es geht. Ich fühle mich gerade voll in meiner Mitte und einfach mal die Dualität und die Illusion ausblenden und dann bin ich ja voll da. Und vielleicht kennst du das von dir, dass du das Gefühl hast, okay, ich bin voll auf dem Weg und dann 5 Minuten später, nein, nicht. Und ich sage dir, das ist völlig normal. Es hat nichts damit zu tun, dass du den falschen Weg gehst. Es hat nichts damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du irgendwas nicht kannst, dass du für irgendwas nicht gut genug bist. Nein, es hat einzig und allein etwas damit zu tun. Jetzt pass gut auf, welchen Weg unsere Seele gewählt hat. Es hat etwas damit zu tun, welchen Weg unsere Seele gewählt hat. Und jetzt stell dir einmal vor, wenn du als Seele wählen müsstest. Wenn es darum geht, Erfahrungen zu sammeln, würdest du einen Weg wählen, der mega straight vorbereitet ist, der total klar und vorhersehbar ist, der so ist wie jeder andere, der so fast schon militärisch, diktatorisch vorbestimmt ist? Oder würdest du gerne einen Weg wählen, der voller Abenteuer ist, der voller Hochs und Tiefs ist und voller Schmerz und voller, oh mein Gott, himmelhoch jauchzend, der Abzweigungen hat, der Kreuze und Wege und Kringel hat und wo man sich immer wieder und wieder und wieder neu entdeckt. Welchen Weg würdest du wählen wollen? Schreib es mal in die Kommentare, den ersten oder den zweiten Weg. Würdest du einen vorbestimmten, fertigen Weg wählen wollen, wo alles sicher, alles klar ist, du komplett im Vertrauen bist, weil du schon Jahre vorher weißt, wie es am Ende aussieht? Oder würdest du einen Weg wählen wollen, wo du keine Ahnung hast, wie es weitergeht, wo du alles entdecken musst und sogar selber diesen Weg als erstes gehen musst, weil es diesen Weg vorher noch nie gegeben hat. Auf welchen Weg hättest du viel mehr Bock? Antje schreibt schon der zweite Weg. Es bedeutet, alle Waffen, schreibt Es bedeutet, alle Waffen, alle Schilde abzulegen, in die ja, Liebe und ins Vertrauen zu gehen. absolut. Ja. Von Augenblick zu Augenblick, ja, absolut. David schreibt die Der zweite. zweite. Und das ist the whole magic. Okay, das ist die ganze Magie. Wenn es darum geht, deinen Weg, dein Herzen voller Vertrauen zu folgen, bedeutet das, sich bewusst zu machen, dass du den zweiten Weg gewählt hast. Ist das nicht beruhigend? Ist das nicht total beruhigend, dass du, wenn du dich immer wieder daran erinnerst, dass du, deine Seele, diesen Weg gewählt hast, Mit deinem freien mit Willen. deinem freien Willen, dass auch wenn du manchmal strauchelst, auch wenn du dich manchmal irgendwie verloren fühlst, auch wenn manchmal Zweifel kommen, dass du weißt, hey, das hier ist ein riesengroßer Spielplatz und ich habe mir dieses Abenteuer, diese Spielerfahrung ausgesucht. Und ich weiß, wenn ich ganz ehrlich bin und von außen auf mein Leben blicke, ich bin immer getragen. Ich kenne immer den nächsten Schritt. Vielleicht noch nicht das große Gesamtbild. Vielleicht noch nicht das Ende des Weges. Doch immer genau so viel, dass ich weiß, dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Und so war es doch irgendwie immer wieder in deinem Leben, oder? Also reflektier mal wirklich, wie oft standest du in deinem Leben an einer Klippe, an einem Abhang, wo du dachtest, oh mein Gott, es geht nicht weiter. Ich muss sterben. Das ist jetzt das Schlimmste, was jemals passiert ist. Keine Ahnung, eine schlimme Trennung oder eine Krankheit oder. Und ich war auch schon so oft an Momenten in meinem Leben, wo ich, also zum Beispiel, wo ich, wann war das, 2016 oder so, im Krankenhaus lag und mir die Ärzte gesagt haben, okay, Frau Degen, ich bin mir nicht sicher, dass wenn Sie wieder aufwachen, noch Eierstöcke haben und Kinder bekommen können. Und ich so, was? Und einfach nur noch sterben wollte für ein paar Minuten. Und
Wir sind irgendwann alle mal an so einem Punkt im Leben, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, wo wir nicht genau wissen, was ist der nächste Schritt. Aber wenn wir das von ganz weit weg betrachten, wirklich aus dieser Metaebene, aus dieser Seelenperspektive, aus dieser Perspektive einer Seele, die einfach nur spielen, Spaß und Erfahrungen machen möchte, ist das das größte Abenteuer überhaupt, weil die Seele kennt diese Bewertung nicht von gut oder schlecht, von das ist eine tolle Erfahrung oder das ist jetzt aber richtig Deep Scheiß. Kennt die Seele nicht. Die sagt einfach nur, oh, wie schön, eine neue Erfahrung. Wow, du hast deine Schöpferkraft kennengelernt. Endlich weißt du mal, was passiert, wenn du jahrelang denkst, dass du eine schlechte Frau bist. Natürlich gehen dann irgendwann mal deine weiblichen Organe kaputt. Gott sei Dank, also an der Stelle, ich habe nichts, ich bin kein gesund, also nur für den Fall, ne, dass da nicht so Gedankenschleifen entstehen. Aber wir wissen aus dieser entfernten Perspektive dann erst, wofür es gut war. Jahre später sitzen wir meistens dann irgendwie da und denken, krass, ich habe die Situation geschafft. Ich habe es gemeistert, ich bin gewachsen, ich habe mich dadurch besser kennengelernt. Und dieser Blick von ganz weit weg ist es, der letzten Endes hilft, immer wieder in dieses Vertrauen reinzukommen. Könnt ihr das fühlen? Schreibt gerne mal fühlen in die Kommentare. Und ich will noch mal auf diese eine Nachricht eingehen, die Anke geschrieben hat. Es bedeutet, alle Waffen, alle Schilde abzulegen, in Liebe und ins Vertrauen zu gehen. Und zu diesem Satz kann ich nur sagen, willkommen in 2021. Ja. Denn also mehr als jemals zuvor fallen gerade im Außen alle Schleier. In der Außenwelt, sowie alle Schleier in deiner Innenwelt. Die man sich Alle selber Schleier, erzählt. die wir uns selber erzählen, die wir irgendwann in unserem Leben aufgeschnappt haben, die sich um unser Herz, um unseren Kern gelegt haben. Zwiebelschicht für Zwiebelschicht fällt das gerade radikal weg. Es gibt gerade keine andere Möglichkeit mehr, anstatt da irgendwie wegzugucken. Früher hat es vielleicht funktioniert, einen Kinobesuch zu machen oder sich irgendwie mit Eiscreme von dem Film zu setzen oder sich zu Tode zu arbeiten. In Klammern, hallo Ablenkung. Hallo Ablenkung. Ablenkung haben bis vor ein paar Jahren super funktioniert und wir haben es gar nicht so richtig gemerkt. Und mittlerweile vielleicht stellst du das fest. Wenn du auf einmal etwas isst, was dir nicht gut tut, wenn du etwas tust, was dir nicht gut tut, du merkst es. Du merkst es auf einmal als jemals zuvor. Und wir kommen gerade immer mehr an diesen wahren Kern. Und alle Schleier, das verspreche ich dir, sind gerade dabei zu fallen. Immer mehr und mehr. Also so wie es auch sicher und angemessen ist für jeden Einzelnen. Und vielleicht kennst du das, dass du jahrelang irgendwie einen vorbestimmten Weg gehen konntest, dass du jahrelang irgendwie funktioniert hast, dass du jahrelang immer dein Bestes geben konntest, dass du jahrelang immer, keine Ahnung, einfach tak, 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 dass es alles ging. Und jetzt guckst du dir diesen Weg an und denkst dir so, dieser Weg fühlt sich nur noch scheiße an. Vielleicht, also bei mir geht's so. Mir geht es total so im Bereich Marketing. Ich habe 10 Jahre habe ich gelernt, wie geht's? Wie kann man Menschen manipulieren? Wie kann man wirklich richtig schön in den Schmerz reingehen, dass Menschen kaufen? Wie geht Verkaufspsychologie? Ich habe das alles gelernt. Ich habe da Bücher drüber, nicht selber geschrieben, aber zumindest sehr intensiv formatiert und sogar mitgeschrieben und kenne das. Sehe diese Mechanismen, ich sehe, wenn Menschen diese Mechanismen anwenden und wie sie anzuwenden sind, und ich habe die Schnauze davon voll. Ich kann diese auch energetische Verantwortung, die ist so zum Kotzen. Ich finde das mittlerweile, ich rede das nicht schlecht, also wenn Menschen das anwenden, weil sie damit teilweise auch Gutes tun, oder, also mehr oder weniger, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber mir geht es einfach darum, vielleicht kennst du das, dass du etwas gelernt hast. Und mittlerweile merkst, es fühlt sich nicht mehr stimmig an. Du merkst, es ist nicht mehr dein Weg. Du kennst zwar das Alte, aber das Alte fühlt sich scheiße an und das Neue macht dir Angst, weil das Neue ist so unbekannt, das Neue ist so neu. Das Neue ist einfach so unbekannt und neu und macht uns vielleicht ein bisschen Angst. Dieser Weg, wo wir so unser Herz sprengen müssen, aufmachen müssen, alle Zweifel über Bord werfen müssen, um diesen Weg zu gehen. Und dieses Live ist wirklich hier, um dich daran zu erinnern, du kannst diesen Weg gehen.
Du kannst diesen neuen Weg gehen und diesen alten hinter dir lassen und diesen alten Weg auch abschließen. Anke schreibt gerade. Ja. Was macht ihr mit den Momenten der Wahrheit, in denen sich große Traurigkeit zeigt? Ja, ich kann das beobachten, durchgehen und trotzdem bleibt eine Traurigkeit und eine Zeit des Trauern. Wenn man Wortung übernimmt wahrscheinlich. Also. Fühlen. Fühlen. So wie du es machst, Momente der Traurigkeit wird es immer geben. Immer wenn ein Anteil oder auch ein Schleier sich enthüllt, der sich vorher in unser Herz getan hat und gerade dabei ist zu gehen, gerade dabei ist, die Illusionen ans Licht zu holen, ist es immer verbunden mit einem Stück weit Schmerz. Es ist immer verbunden mit einem kleinen Mini-Tod, den wir erfahren. Und ja, dieser Lösungsprozess, dieser Heilungsprozess kommt ganz oft auch durch Traurigkeit und durch Tränen. Und diese Traurigkeit, die kommt und die geht. Jedes Gefühl kommt und es geht. Es ist die Frage, ob du quasi zu diesem Gefühl wirst und dieses Gefühl dich einnimmt oder ob du diese Präsenz bist, dieses Bewusstsein bist, wo dieses Gefühl da sein darf und dann durchfließen kann. Und dann wieder durchfließen kann und dann auch wieder gehen kann und das nächste Gefühl da sein darf, aber auch wieder durchfließen kann. Ja. Und du bist im Prinzip diese Präsenz, du bist dieses reine Bewusstsein und um dir herum sind vielleicht Gedanken, sind Emotionen, aber du hast keine Anhaftung dazu. Du bist nicht diese Gedanken, sondern du bist frei davon. Und dann ist zwar Traurigkeit da, dann ist vielleicht auch mal Schmerz da, dann tut es auch mal vielleicht richtig weh, aber es ist nicht schlimm, es ist kein Problem, es ist kein Leid, sondern du bist trotzdem frei. Und also allem voran merke ich für mich, ich kenne diesen Moment, oh mein Gott, kenne ich diese Momente, wo es sich gerade alles scheiße anfühlt, wo man irgendeiner Illusion einfach aufgesessen ist und auch wo ich dieses Marketing-Thema jetzt immer mehr und mehr, also dieses alte Verständnis, sage ich jetzt mal, von Marketing eben so immer mehr losgelassen habe. Ich dachte mir ganz lange, ich kann das doch nicht loslassen. Das bin ich doch. Ich habe doch jahrelang dafür gelernt. Ich kann das doch nicht einfach jetzt nicht mehr machen oder nicht mehr anwenden oder nicht mehr anderen Menschen beibringen. Das ist ja fast schon fahrlässig. Und da war wirklich, ich musste einen kleinen Tod sterben, um noch glücklicher und freier leben zu können. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir einfach dieser Raum sind, wo diese Emotion durchfließt, wenn wir sie halt eben nicht festhalten, nicht je mehr wir sie festhalten, umso länger bleibt sie. Und wenn wir sie einfach fühlen, so richtig wahrhaftig fühlen, mal richtig heulen, mal richtig, von mir aus nimm dir 3 Tage mit Eiscreme. Wirklich, steiger dich von mir aus richtig rein, mach noch traurige Filme rein oder eine traurige Musik und dann leide von mir aus ein paar Tage. Aber fühle das Gefühl so richtig deep, damit es gehen kann. Und dann lass es los. Und dann lass los und sag, okay, jetzt ist es vorbei und jetzt ist es vergangen. Vergangenheit ist es immer dann, wenn es nicht mehr wehtut. Lass es nicht mehr wehtun. Und hey, das ist ein Prozess. Das ist ein Weg. Du musst nicht von heute auf morgen erleuchtet sein. Es ist einfach ein Prozess. Mal gelingt es dir besser, wirklich dieser Raum zu sein, dieses Bewusstsein zu sein, das fließen zu lassen. Und mal vielleicht nicht. Dann vergisst du es kurz und wachst wieder auf. Aber dieser Abstand, wo du einschläfst, wird kleiner und kleiner und kleiner, je mehr du das praktizierst, je mehr du es dir selber auch einfach erlaubst. Yes, ganz genau. Und auch für alle, die gerade in dieses Thema, okay, wie geht's, wie kann ich noch mehr Vertrauen in meinen Weg haben, fühlen, sein. Da haben wir nächste Woche 5 Tage absoluten Deep Dive in Divine Marketing, wo es wirklich darum geht, eben nicht mehr mit diesem alten Marketing, sondern mit einem neuen aus deinem Herzen heraus zu arbeiten. Und wenn wir sagen, wir machen das aus dem Herzen heraus, heißt das immer, dass wir extrem an Vertrauensthemen arbeiten. Immer. Extrem an der Intuition, am Vertrauen, an deiner Innenwelt arbeiten. Und
das ist nichts, was einem irgendwie Angst machen muss oder so, wo man sagen muss, oh mein Gott, nein, was ist denn das Komisches? Sondern es geht einfach darum, dich besser kennenzulernen, weil wenn du dich kennst, kannst du das geilste Marketing überhaupt machen. Marketing heißt nichts anderes als eine Position weiterzugeben, wer bin ich? Dein Standpunkt zu vertreten und den aber überhaupt erstmal wirklich so richtig zu ownen, also in Besitz zu nehmen, damit du weißt, okay, wer bin ich? Wer bin ich als spirituelles Wesen? Wer bin ich mit meiner Meinung, mit meiner Präsenz, mit meinen Dingen, die ich zu geben habe, um sie dann zu geben? Und zwar an genau die richtigen Menschen. Und das ist einfach etwas, was mich so extrem excited, was mich so über die Maßen excited, noch mehr Menschen da auch einfach zu begleiten. Ja, es ist der Weg ohne Bewertung, ganz genau. Rein ins Vertrauen. Nicht verstehen, fühlen. Ja. Absolut. Und das ist nicht scary. Das ist am Anfang für unseren Verstand scary. Mega scary. Weil hier die ganzen Anhaftungen sind, weil hier die ganzen Bewertungen sind, weil hier die vermeintliche Sicherheit ist, doch. Wenn wir rausgehen und einfach drauf los springen, wenn wir einfach ins kühle Wasser springen, ja. Wir sind immer getragen. Wir sind immer getragen und auf der anderen Seite, da ist die Freiheit. Da ist die Freiheit, warum? Weil du dich dazu entschieden hast. Weil du dich dazu entschieden hast, bedingungslos deinen eigenen Weg zu gehen. Deinen eigenen Weg zu gehen. Ganz egal, ob da mal Stolpersteine sind, ob du mal hinfällst, ob du zwischendrin mal komplett die Orientierung verlierst. Das ist vollkommen egal, denn du bei deinem eigenen Weg wirst am Ende immer erfüllt sein, immer im Frieden mit dir sein, weil das dein ganz eigener Weg ist. Ja, und Marius und ich schreiben bei jedem Video und ganz, ganz oft auch bei Posts unten drunter, enjoy your soulful journey. Warum? Weil es genau darum geht. Weil in meiner Wahrnehmung ist es einfach, es ist cool, ein Ziel zu erreichen. Klar ist es cool, dein Umsatzziel zu erreichen, vielleicht sogar schneller an dem Ziel zu sein, keine Ahnung, das Haus, der Job, der irgendwas. Aber das Ding ist, was ist, wenn du den Weg dahin gar nicht genießt? Und ich glaube, beim Thema Business übersehen das viele und beim Thema Marketing, weil sie glauben, ja nee, es muss doch anstrengend sein, es muss doch schwierig sein, es muss doch ein bisschen unbequem sein und nur was unbequem ist, ist es wertvoll, ist es wirklich eine harte Leistung sozusagen, das steckt so tief in unserem Glaubenssystem drin, das ist der blanke Wahnsinn. Wenn wir das aber mal auf eine andere Ebene projizieren und sagen, Partnerschaft, wenn dein Ziel es ist, zu heiraten zum Beispiel, und du hast jetzt jahrelang eine richtig beschissene Ehe und du quälst dich ab mit deinem Partner und denkst, oh mein Gott, was ist das für ein Partner? Eigentlich verstehen wir uns nicht. Eigentlich, ich mühe mich die ganze Zeit ab, damit es irgendwie läuft. Tag und Nacht versuchen wir zu reden, auf irgendeine Ebene zu kommen, aber irgendwie, ich habe keinen richtigen Spaß mit ihm. Irgendwie, es läuft nicht so richtig rund, da ist kein Flow drin. Und dann macht er dir einen Heiratsantrag. Und du denkst dir so, ja, mein langersehnter Wunsch ist endlich da. Ich habe endlich mein Ziel erreicht. Nun kann ich heiraten. Und genau so ist es aber im Business. Ganz, ganz viele schuften sich mit ihrem Business ab, schuften sich mit ihrem Marketing ab und sagen dann, oh, jetzt habe ich endlich mein Ziel erreicht und sind dann stolz auf sich, dass sie sich jahrelang abgerackert haben und eben nicht ihrem Flow, ihren eigenen Herzensweg gegangen sind, ihrem Spirit gefolgt sind. Warum ist das bei einer Partnerschaft so einleuchtend? Aber im Business fällt uns das so schwer, einfach zu sagen, nein. Ich lege die Freude am Sein über alles. Und Freude am Sein bedeutet nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, okay? Es bedeutet einfach, den Moment, den Tag so zu nehmen, wie er gerade ist, wie er gerade kommt, ohne permanent einem Ziel nachzuhechten, unglücklich zu sein, es nicht erreicht zu haben, sondern einfach im Vertrauen zu sein, dass dir gerade das Beste passiert, dass du gerade geführt wirst, dass du begleitet bist, dass du beschützt bist, dass du dein Leben grundlos feiern kannst. Dass du dein Leben grundlos feiern kannst, ohne Grund
feiern kannst, ohne Grund glücklich sein kannst, Spaß haben kannst, einfach weil du am Leben bist. Einfach weil du gerade am Leben bist, zu dieser Zeit in einem relativ tollen Land letzten Endes, dass du sehen kannst, dass du hören kannst, dass du fühlen kannst, dass du einfach gerade am Leben bist. Alleine das ist schon so ein krasses Geschenk. Was schreibt Anke gerade? Das ist so cool. Es ist manchmal echt wie verrückt. Ihr zwei macht mich gerade ganz zuversichtlich. Ich bin in Wahrheit nicht verrückt. Ich folge nur meinem Herzen und das darf ich. Und nicht jeder versteht das. Absolut. Aber auch das ist okay. Und das, ja. Das Spannende ist, ich würde sogar sagen, du bist verrückt. Ich glaube, wir sind alle ein wenig verrückt. Und ich glaube, dass das unglaublich cool ist. Einfach je nachdem, wie man es nimmt. Quasi nicht gerade zu sein. Verrückt. Also verrückt. Rückt von der Norm. Ein bisschen weggerückt davon. Und auch einfach flexibel und vielseitig. Ja. Und das Ding ist wirklich, wenn die Norm scheiß Beziehungen führt, wenn die Norm pleite ist, wenn die Norm ihr Leben eigentlich hasst, wenn die Norm nur funktioniert, wenn die Norm dafür sorgt, dass unser Planeten Bach runtergeht, wenn die Norm die Augen zumacht, wenn die Norm keiner Lust hat, sich zu fühlen, sich zu spüren, sondern die ganze Zeit irgendwie mit einem Minimal an Wahrnehmung zufrieden ist, okay, ich gönne das der Norm. Ich bewerte das nicht, dass jeder kann sein Leben leben, wie er es will. Aber diejenigen, die ihr Leben in einem vollen Ausschlag leben wollen, die ihr Leben spüren und fühlen wollen, die sich selber ihre Wahrnehmung schärfen wollen für das, was wirklich möglich ist, die sind einfach auch hier gerne willkommen, genau richtig, in Soul Tribe, bei Divine Marketing, bei allem, was wir tun. Einfach, weil es für mich, für uns so eine krass wichtige Mission ist, eine Aufgabe, dieser Herzensweg ist. Genau das, was Anke gerade gesagt hat. Menschen, die so verrückt sind, zu sagen, ey, du bist nicht verrückt, du bist eigentlich total normal. Du bist in dieser verrückten Welt wahrscheinlich einer der wenigen Normalen. Und es gibt noch ganz viele andere auf dem Weg und wir dürfen uns daran immer wieder gegenseitig erinnern. Immer wieder gegenseitig erinnern, weil wir alle ein Stück weit diesen Schritt für Schritt durchs Nebel gehen und nicht so richtig wissen, was da ist, aber diese Stimme und dieses Vertrauen halt einfach immer größer und größer wird und auch immer mehr sichtbar wird tatsächlich. Und das Ding ist, die meisten Menschen, die fahren auf Autobahn von A nach B, weil die ganzen Wege schon alle erschlossen sind. Und ja, auf einer Autobahn ist es super schnell. Da fahren die den Weg, den gibt's schon und der ist super cool und der ist ausgebaut, der ist beleuchtet. Jeder weiß ganz genau, wo es lang geht, okay? So wie tausende andere. Kaum ist dort auf dieser Autobahn mal ein Stau, spricht das blanke Chaos aus, okay? Und du, wenn du dich zu den Sachen, die wir tun, hingezogen fühlst oder wenn du auch gerade dieses kleine Kribbeln in dir spürst, vielleicht dieses Gefühl von Zuversicht, dieses Gefühl von, okay, irgendwie bin ich vielleicht doch nicht so komisch, dann bist du wahrscheinlich auf einem Weg, dass du dich gerade durch ein komplett neues Gebiet durcharbeitest, sag ich jetzt mal. Vielleicht wie so ein Dschungel sozusagen, wo ein Weg ist, wo es noch keinen Weg gibt. Du kannst niemandem sagen, ja, nimm mal die A38 da, ne, fährst weiter, sondern du bist halt mitten in einem Dschungel und bereitest einen Weg vor, den vor dir noch niemand gegangen ist. Niemand ist deinen individuellen Weg bisher gegangen, den bist nur du gegangen. Den bist nur du gegangen. Den gehst du jetzt gerade. Und deswegen kann auch niemand sagen, oh ja, hier, im Übrigen, wenn du bei dem Mangrovenbaum angekommen bist, dann musst du aber rechts. Ne? Aber wenn du den verpasst, dann wird's schlimm. Nein, diesen Weg, den ist vorher keiner gegangen. Den darfst du für dich erkunden, erkunden, erfühlen, erkennen. Und ich finde, das ist so großartig, wenn wir uns erlauben, unseren eigenen Weg zu gehen, unserem eigenen Spirit zu folgen und dadurch bereiten wir anderen Menschen den Weg, uns auch folgen zu können. Durch diesen Dschungel, durch diesen wunderschönen, herrlichen Dschungel, der da heißt Leben. Eben nicht auf einer vorgefertigten Autobahn. Du musst in die Schule gehen, danach machst du deinen Abschluss, eine Ausbildung, danach vielleicht noch ein Studium ranhängen und dann bist du in deinem Job die ganze Zeit und lebst irgendwie bis zur Rente und nach der Rente kannst du endlich dein Leben genießen und wenn du dann
alt und grau bist und dein Rücken wehtut, ja, dann kannst du auf den Campingplatz gehen und es nicht mehr genießen. Holla die Waldfee, yes, darauf haben wir doch alle Bock. Oder Autobahn hoch 10. Und wenn du nicht so ein Mensch bist, wenn du ein Mensch bist und sagst, okay, ich spüre in mir so eine Kraft, ich spüre in mir diese spirituelle Anbindung, ich spüre, dass da in mir so viel mehr ist, was endlich danach schreit, zum Ausdruck gebracht zu werden, was danach schreit, dass ich mir selber so vertraue, diesen Weg zu gehen, diesen Weg raus von der Autobahn, erstmal auf eine Landstraße und dann aber wirklich in diesem Dschungel, wo du weißt, dass du dort deine Essenz so richtig leben und zum Ausdruck bringen kannst, dann... Ich lade dich einfach von ganzem, ganzem Herzen ein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber nächste Woche machen wir wirklich genau dazu einen 5-tägigen Workshop. Divine Marketing. Wo wir einfach 5 Tage nur über dein Vertrauen, über deine Essenz, über dein Potenzial reden. Und darüber, wie du es entfesseln, entfalten kannst. Diese Muster aufbrechen kannst von Druck, von Stress, von immer wieder dieser selben Leier. Und ich liebe einfach diesen Workshop so unfassbar sehr, weil er frei macht. Nicht nur dich, sondern er macht auch, wo wir den erstellt haben, sind wir durch so viele Prozesse der Freiheit gegangen, weil wir erstmal, ehe wir es weitergeben können, selber da durchgehen müssen. Und ich wünsche es von jedem Menschen so sehr. Vor ein paar Jahren, vor 4 Jahren habe ich eine Firma geleitet mit knapp 40, wie sagt man, Mitarbeitern. Hab mit 16 schon eine kleine Designgruppe von 3 Leuten geführt. Hab auf meiner letzten Arbeit Bücher erstellt, die teilweise 20.000 Menschen mittlerweile gelesen haben. Stand auf Bühnen vor mehreren tausend Menschen. Und fühle mich jetzt, wo ich hier mit euch ein Live mache, viel erfolgreicher als damals. Weil ich unfassbar viel glücklicher bin. Weil ich unfassbar viel glücklicher bin. Und das ist es, was ich jedem Menschen von Herzen wünsche, von ganzem Herzen wünsche, diesen Erfolg nicht im Außen zu suchen, sondern diesen Erfolg in dir zu finden. Ja. Und dann kann auch der Erfolg im Außen kommen und es ist einfach schön. Einfach ein zusätzliches Add-on, was du nicht brauchst, aber was halt einfach schön ist, was einfach da ist. Nichts ist gleich, nichts ist kopiert. Es gibt nur den eigenen Moment, ja. Und die eigene Wahrnehmung, mega. Ja, genau darum geht es. Glücklich sein in Liebe. Einfach dem Herzen folgen, deinem eigenen Spirit folgen, dem folgen, der du bist, die du bist. Und wie oft schauen wir im Außen nach, suchen das Erfolgsrezept im Außen, wie du die 1. Million machst, wie du 10.000, wie du den nächsten Kunden, wie du abnimmst, wie du, keine Ahnung was bist, die nächste 10-Schritte-Strategie für irgendwas. Aber geht es in Wirklichkeit nicht darum, dass wir im Hier und Jetzt einfach sind, im Hier und Jetzt einfach glücklich sind, einfach uns dem öffnen, dieser puren Schönheit des aktuellen Moments. Dich erfolgreich zu fühlen ohne Grund, dich glücklich zu fühlen ohne Grund, dich am Leben zu fühlen ohne Grund, weil ich meine, du bist sowieso am Leben, dein Herz schlägt gerade, jetzt in dieser Sekunde schlägt dein Herz. Du bist sowieso am Leben und du hast das Potenzial, jetzt glücklich zu sein und ich habe diesen Satz so lange nicht verstanden. Ich habe ihn so lange nicht verstanden, weil ich immer dachte, nee, da muss es doch was geben, da muss es doch einen Grund geben, um glücklich zu sein. Da muss es doch einen Erfolg geben im Außen, da muss es doch irgendwas gutes Wetter geben, damit ich glücklich sein kann. Vielleicht kennst du das. Ja. Und lass jetzt einfach all das mal bei dir sacken. Ja. Lass einfach all das mal bei dir ankommen, spür da mal rein. Spür da mal wirklich rein mit deinem Herzen und wenn du dich dazu gerufen fühlst, wenn du in deinem Herzen ein warmes Gefühl mitnimmst, dann kannst du dich gerne anmelden für den Workshop Divine Marketing. Findest du, glaube ich, über deine Instagram-Bio. Ja, bei mir in der Bio. Guck einfach, klick da drauf. Direkt der erste Workshop. Das sind 44 Euro für 5 Tage. Morgen Abend um 20 Uhr machen wir eine Welcome Party, die super schön wird. Und dann
jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils um 17 Uhr live. Und es gibt Aufzeichnungen, du hast alles in einer separaten App nochmal hochgeladen. Es gibt zu jedem Tag visuelle Recaps, also Zusammenfassungen, die du dir speichern kannst, dass du es einfach vor Augen nochmal für dich hast. Es gibt wunderschöne Geschenke, die wir uns überlegt haben. Kleine Überraschungen, okay. Und es ist einfach diese 5 Tage Divine Marketing. Divine ist, also, ne, heißt übersetzt göttlich. Und göttlich bedeutet nicht, permanent nur himmelhoch jauchzend zu sein, sondern zu akzeptieren, zu anerkennen, was jetzt ist. Anzuerkennen, was jetzt ist. All die Höhen, all die Tiefen quasi zu feiern als ein gigantisch cooles Geschenk und damit immer höher in deiner Energie, in deiner Präsenz zu schwingen, um damit genau die richtigen Kunden für dein Business anzuziehen, wenn du ein Business hast. Oder dich zu öffnen, deinen Herzweg überhaupt wirklich zu gehen. Wirklich diesem Kribbeln, diesem Ruf, diesem vielleicht sogar nur leisen Flüstern in dir zu folgen, deinen Weg zu gehen und den Menschen zu helfen, den du helfen kannst, nämlich den richtigen. Ich lese mal kurz. Eure Worte berühren mich so richtig. Wow, Dankeschön. Und Anke hat geschrieben, es ist so schön, euch zuzuhören. Das ist es, was ich im tiefsten Inneren glaube und weiß. Wow. Schön, so schön, dass da gibt es Menschen, die genauso verrückt sind wie ich. Ja, lass uns alle ein bisschen verrückt sein. Und vielen auch Dank. Für alle, also nur einfach nochmal zur Info für euch, alle, die in Soul Tribe mit dabei sind, für die ist der Workshop sowieso inklusive. Soul Tribe ist wie so eine Art Workshop Flatrate, wo alle Workshops von mir mit dabei sind. Und auch von Marius ein richtig cooler Meditationsworkshop, wo du auch jederzeit kündigen kannst für den Fall, dass es dir quasi nicht gefällt, wo jeden Sonntag auch immer eine Session mit uns dabei ist, wo es wirklich darum geht, in diese Energie von diesem anderen, von diesem neuen Marketing einzutauchen. Okay? So, gibt es Fragen? Ihr Lieben, habt ihr irgendeine Frage? Habt ihr etwas auf dem Herzen? Wollt ihr gerne für euch, für euren Herzensweg jetzt noch irgendwas wissen, irgendeine, vielleicht einen Impuls oder vielleicht auch eine Frage zum Workshop, Divine Marketing. Ich nehme was zu trinken. Mhm. Und zwar? Ja. Dann kannst du die gerne sehr, sehr, sehr gerne nochmal stellen. Es gibt im Übrigen auch die Möglichkeit, den Workshop weiter zu empfehlen, für den Fall, dass du schon dabei bist und es noch nicht gesehen hast. In meiner Gruppe Spiritualität Meets Branding findest du dazu eine Anleitung. Sagt man das so? Ja, eine Anleitung, genau. Und so, jetzt wir sind da. Wir wieder da. Okay. Alles klar. Und ansonsten, mir ist es einfach so unfassbar wichtig, das einfach auch nochmal dir zu sagen, es ist nicht wichtig, was war, es ist nicht wichtig, wo du herkommst, es ist nicht wichtig, was du gestern erlebt hast, vor einem Jahr erlebt hast, vor 10 Jahren erlebt hast. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist jetzt. Und es ist auch nicht wichtig, wo du in Zukunft hin willst, wo du, was du erreichen möchtest oder was du jetzt vielleicht noch nicht hast, aber in Zukunft dir gerne wünschst. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist jetzt. Ist das jetzt und hier. Hier und jetzt. Diese Sekunde, dieser Augenblick. Und ich bin so tief dankbar, dass ihr euch gerade hier dieses Live anschaut. Dass ihr sagt, okay, hier und jetzt treffe ich mit meiner freien Wahl die Entscheidung, 2 verrückten Menschen zuzuhören, die irgendwie crazy genug sind, sich nach 2 Wochen Partnerschaft dazu zu entscheiden, einen Van auszubauen, damit durch die Weltgeschichte zu reisen, der dann nach 3 Monaten wieder kaputt gegangen ist. Jetzt wieder heile ist. Die verrückt genug sind, mit einer Katze auf Weltreise zu gehen. Die verrückt genug sind, einen der geilsten Jobs auf diesem Planeten hinzuwerfen, um dem eigenen Herzen zu folgen. Die verrückt genug sind, ein Thema, wo sie jahrelang extrem Wissen angesammelt haben, den Rücken zu kehren, um einem noch viel geileren Thema, was noch viel verrückter ist, Hallo zu sagen. Also ja, wir sind verrückt. Und I love it. We love it. I love it so much. Ich wünsche... Das ist so witzig. Ich sehe gerade,
Warney ist gerade dabei oder war dabei oder ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist ein Mann, den ich noch aus einer Zeit kenne, vor über 10 Jahren. Okay, und ich finde das so krass. Zu diesem Zeitpunkt, ich habe Marius neulich mal ein Foto gezeigt. Das war meine Gothic-Phase. Okay, ich hatte eine Gothic-Phase, sogar eine sehr intensive und noch eine sehr schöne Zeit, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Ich bin dann immer aufs WGT, aufs Wave-Gothic-Treffen gegangen und ich hatte dunkelrote Haare, so ganz kurz, richtig kurze, hier so mit Pony rüber und hatte so ganz krasse Schminke und Wimpern und Kontaktlinsen und Korsett und ne, so richtig schlanke Wespenteile. Also ich habe ja so schon eine gute Figur, aber in dem Fall noch mehr. Sorry, okay, zurück zum Thema. Und obwohl ich damals im Außen glücklich wirkte, würde ich zumindest so behaupten, war ich innerlich so zerfressen. Habe ich innerlich so wenig Leben wahrgenommen. Habe so oft daran gezweifelt, ob ich überhaupt jemals wirklich richtig vollkommen glücklich werden könnte, ob ich überhaupt beziehungsfähig bin. Und das Leben kann sich so gigantisch ändern, wenn wir es zulassen, wenn wir zulassen, diese alten Masken, diese alten Schleier, diese alten Narben, diese alten Verletzungen loszulassen und uns unserem eigenen Spirit wirklich zu öffnen. Hätte ich jemals geahnt, was für Glück im Leben eines Menschen fähig ist, ich hätte diesen Weg schon eher gewählt. Aber es passiert alles Schritt für Schritt und es passiert alles in genau dem Tempo und in dem Maße, wie es richtig und sicher und angemessen ist. Und das ist einfach nochmal als Impuls für dich, wenn irgendjemand dir sagt, du bist zu langsam, das muss schneller gehen, du musst dein Ziel und Fokus, dann sag ich dir, hey, alles passiert zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, für dich. Und da ist kein, du bist zu langsam, da ist kein, du bist noch zu klein, du musst das schneller machen, sondern du bist einfach und du bist gut. Das ist völlig in Ordnung, du musst dich doch nicht verändern, du musst einfach nur, du erlaube dir einfach nur dein Leben zu genießen. Erlaube dir den Schmerz zu genießen, erlaube dir die Freude zu genießen, erlaube dir das Nichtvertrauen zu genießen, den Zweifel zu genießen. Und ich weiß, wenn man gerade drin steckt, dann fühlt sich das nicht so an. Fühlt sich nicht so an, weiß ich ganz genau. Aber immer wieder, wenn du rauszoomst auf diese Metaebene und dir denkst, okay, krasser Scheiß, meine Seele hat diesen Weg gewählt, nicht dieses fertige, vorgefertigte, wo wir ganz genau wissen, okay, so geht's und du kennst das Ziel am Ende, sondern diesen steinigen, holprigen, abenteuerlichen Weg, wo man einfach auf Entdeckungstour geht. Wenn du dir das immer wieder bewusst machst, dann ist es so schön, diesen Weg zu genießen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir, dass du dein Leben einfach zu 100% genießt und lebst und all das, was sich in deinem Leben zeigt, jede Emotion, jeden Gedanken einfach feierst. Diesen Moment, dich mit all deinen Facetten zu 100% spürst, liebst und damit einfach im Frieden bist. Ja. Im Frieden in diesem Moment. Und für alle, wie gesagt, die da noch tiefer einsteigen wollen, genau das und einfach mal die nächste Woche permanent Marius und Natalie Talk haben wollen, und vor allem melde dich gerne an. Dich selber zu spüren. Ja. Um dich selber zu spüren, dich mehr zu spüren. Aber vielleicht kann man manchmal auch durch andere Menschen sich selber noch viel mehr spüren. Ja, wirklich. Das kann ich bestätigen. Ich freue mich so sehr, wenn du einfach bei mir in die Bio gehst, dir die Seite anguckst von Divine Marketing und dich anmeldest, den Workshop auch gerne weiterempfiehlst, damit wir noch mehr grundlos glücklich sein in dieser Welt teilen können. Ja, in diesem Sinne. Fühl dich von Herzen umarmt. Fühl dich von Herzen umarmt, du Liebe. Du Lieber, je nachdem, wer hier gerade zuguckt. Und let's go. Enjoy your soulful journey. Ja, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.